Hi Leute und herzlich willkommen zu Black Ops 2. Wir spielen endlich Uprising. Ich suche Moshpit natürlich. Und ich freue mich, dass Uprising endlich draußen ist. Ich glaube, das habe ich sogar schon im ersten Teil gesagt, ja. Oh, S und Z. Danach eigentlich noch ein Spiel dran, weil das ist viel zu kurz. Naja, das Spiel hat zwar gerade angefangen, aber ist trotzdem zu kurz. Eine Runde ist wichtig. In einer Runde kann man 5-0 reißen. Und zwar nicht mit Glück, auch so. Black Ops 1 zum Beispiel habe ich ständig so in einer Runde Anfang des Spiels ab und zu mal hier so 4 Kills gerissen, wenn nicht sogar mal 5. Aber das ist ja nicht so oft. Und ja, und dann hatte ich halt, wie gesagt, einen geilen Lauf zu Blackbird, weil ich habe in jedem Spielmodus, egal welchen, im ersten Teil mit Blackbird, Chopper und Hunde gezockt. Und da habe ich auch andauernd Hunde bekommen, um zu sterben, ja. Ja, wie gesagt. Man kann es reißen. Erste Runde ist wichtig. Erste Runde ist immer wichtig. Eine erste Runde braucht man, um was, um Anfang zu reißen. Zweite Runde braucht man, um es komplett zu reißen. Und dritte Runde braucht man, um es einzusetzen. Oder so in etwa. Oder falls es mal nicht klappt, muss man das vierte Runde einsetzen. Ja, ist so. Erste Runde braucht man. Ne, okay, jetzt mal werden es suchen und zerstören. Wir haben endlich mal ein normales Team. So hat es für mich gerade ausgeschaut. So, mal nicht mit Vollidioten. Das dürfen wir nur nicht vorgehen, damit wir nicht sterben. Ich hab das Gefühl, ich sollte Nacken machen. Einen sogar sehr großen Abgang. Habe ich so ganz groß das Gefühl. Okay, ich mach einen Abgang. Ich verliere meine Nerven. Oh mein Gott. Die sind alle tot. Und der Typ ist auch tot. Ich bin ein Mörder. Ich habe einen Menschen umgebracht. Ein Menschen. Wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich nur? Ja, ich kann es halt. Ah, ich höre, dass da noch einer ist. Wallbang! Passiert nichts. Scharfschütze, runter! Wo ist denn der? Wow. Mann. Kann man nicht durch die Windschutzscheibe schießen oder wie? Mal die Bombe holen. Oh, ne Remington. Könnte ich nutzen. Yeah. Okay. Mr. Team Camerate, please cover me. I must put in the bombing. Scheiße, der ist tot. Komm nur her, Alter. Yeah! Ich denke mir so, ich sollte mich lieber umdrehen, vorne an die Schockladung. Dann drehe ich mich so im Lauf rückwärts, dann denke ich mir so, nee, warte. Ich sollte lieber nicht einfach so rückwärts reinrennen, weil es könnte sein, weil er sich nicht zeigen lässt, dass er hinten rum geht. Ich denke mir so, ja, ich weiß, der kommt hinten rum. Dann denke ich mir so, komm, ich gehe mal auf die Zielverrichtung schon mal. Und dann sehe ich, ah, er ist hinten rumgegangen. Da habe ich mich echt gefreut. Ja, Mann, habe ich schön gedacht, schöne Taktik gehabt. Wo leite ich die Taktik? Nur gut eingefallen und hier ich habe einen schönen Kill gemacht. Oh, schon 13:0 merke ich gerade. Okay, jetzt hier mal in eine andere Richtung. Ich gehe mal Mitte durch. Ich habe die Map noch nie gezockt, gleich zum ersten Mal. Ich habe nur mal hier Gameplay im Internet gesehen, so habe ich ein oder zwei Stück, nachher hatte ich keinen Bock mehr. Oh, schon over. Bereit machen für die nächste Runde. Live-Spieler. Ach so, ist dann. Ich denke mir gerade so, nee, nicht wirklich. Die Kamera wird jetzt schon langsamer. Das heißt, er killt ihn jetzt gerade, also jetzt gleich killt er ihn und dann noch mit einem Knife von der Entfernung. Ich denke mir so, Alter, was hat der gemacht? Ein Kommando-Knife von der fetten Entfernung oder wie? Plötzlich merke ich so, ach so, nee, stimmt, der hat das Tomahawk geworfen. Ich dachte gerade schon, der macht hier Kommando-Knife, aber nee, nicht Kommando-Knife. Hier, Todesknife, Alter, von 20, von hier von 10 mit Entfernung oder wie? Okay. Dafür konnte ich jetzt nichts. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt sterbe, dann tut es mir leid. Ich kann nämlich nicht wissen, von wo die Feinde kommen, weil ich die Map noch nicht gezockt habe. Aber dafür kann ich wirklich nichts, dass die Missgeburt schon wieder geschluckt hat. Drohne nähert sich. Eigentlich rege ich mich nur wegen Sachen wie den da gerade eben auf. Aber nur wegen Sachen wie den da. Weil das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Man schießt einen ab, aber man schießt ihn perfekt ab, verfehlt nicht einen Schuss und plötzlich ist man tot. Obwohl man nicht einen Schuss verfehlt. Na, da auch noch hier Quickscope. Ich scheiß komplett auf Quickscope, auf Noscope und so. Ich scheiß auf Glück. Pff. Also, ich finde einfach nur, das ist einfach eine lächerliche Scheiße, wo man sich aufregen sollte. Und wo es nicht schlimm ist, wenn man sich aufregt. Aber ich meine es natürlich jetzt nicht. Ich sag, klar, ist ein Gameplay. Aber ich meine bloß, ich hätte mich aufgeregt eigentlich. Wenn ich jetzt hier nicht aufnehmen würde. Ich will nicht wissen, wie. Versuchen zu stören. Wie schön im 3-0. Der war sogar ganz rot. Aber was ich nicht verstehe. Das hat mir sogar auch ein Kumpel gesagt. Und ich denke mir so, ja, das stimmt. Und zwar, wenn man jetzt einen Feind trifft, der steht genau vor dir, so wie jetzt, und der hat Zähigkeit, da hat er auch Zähigkeit, und der sniped. Oh, Studio, nein, oder? Ja, doch, Studio. Und wenn du ihn dann anschießt, er hat zwar Zähigkeit, also zittert es nicht so sehr, und er schießt dann zurück auf dich. Ist ja klar, er kann treffen, okay. Aber bei denen wirkt die Zähigkeit irgendwie viel mehr als bei uns. Mein Kumpel hat mir auch gesagt, aber jedes Mal, wenn er Zähigkeit bei dem Sniper mitnimmt und er getroffen wird, während er im Scope ist, bei ihm verzieht sich das ganze Zielvorrichtung, die ganze Zielvorrichtung und alles. Aber den Feinden nimmt wir nie. Das kotzt uns echt an, aber das stimmt doch. Wenn ich mal Sniper oder auch so, verzieht sich bei mir immer alles zum Arsch der Welt und bei dem verzieht sich irgendwie nie was. Nur dass die immer treffen. Ich meine, ich wäre schon. Ich wollte gerade sagen, ich meine. Ich würde es ja nicht mal versuchen zu schießen. Aber ich würde nicht versuchen zu schießen. Ich sag deshalb, ich würde nicht versuchen zu schießen, weil ich komme nicht mal dazu. Ich komme nicht mal dazu. Ich sterbe jedes Mal so schnell, dass ich denke, ich würde es nicht machen. Obwohl ich es eigentlich machen würde. Ja, ich will jetzt auch nicht hier zu viel reden und euch auf die Nerven gehen, sondern zocken. Oh, Stellung, 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 Newton. Newton, ich meine Firing Range. Aber Firing Range ist jetzt auch nicht Studio. Ich hoffe, es macht eh kein was aus, wenn ich Firing Range sage. Ich mag den Namen Firing Range viel besser als Studio. Aber in meinem Studio, die werde ich demnächst ganz oft zocken. Privaten Spielen, also privaten Games, Sniper Matches und so. Ja, ich habe sofort Studio nehmen, wenn meine Kumpels die Map auch haben oder Uprising. Ja, hier das Map Pack anstatt nur so wie sonst immer Nuketown. Und damit langsam langweilig. Auch so im ersten Teil habe ich ständig Firing Range genommen. Enter. 3, 2, 1. Spiel beginnt. Ziel einnehmen. Guck mal, ich mache das Hütchen tot. Oh, ich hab's schon gebracht. 1 zu 0. Nummer 2. Oh, war das ein Hit? Oh yeah, one Hit. War das da irgendwas einer? So ein Vollidiot. Ach, man sieht da eigentlich noch die Hälfte meines Körpers, als ich gedacht habe, dass ich hinter der Mauer wäre. Und zweitens schluckt er dann noch. Oh. Ich würde nicht mehr gerade einnehmen und dann Abgang machen. Hey Mann. Ach, wir haben zwei Feinde, kein Wunder. Ich dachte gerade schon, warum sind wir so wenige? Für den Fall der Fälle. Im ersten Teil war es immer so, dass da welche Leute hingehen. Ey, das hat's aber gar nicht nett. Nee, mein Team ist schon wieder scheiße. Ich meine, wie kann die den nur durchlassen? Ey? Oh Mann, ich habe nicht mal eingekriegt. Ich habe nicht mal einen Hit, habe ich den gegeben. Nicht mal. Aber so läuft es immer bei mir. So scheiße. Vorhin mal zum Griff. Oh, jetzt habe ich aber einen schnell gekillt. Ich schieße jetzt hinten auf den Wagen, ja, die kommen gleich von hinten, ich weiß, ich drehe mich auch schon um. Zeig dich. Ach, da ist er ja, hey, hey, okay, jetzt ist er weg. Lade mal AN nach, wow. Na los, na los. Mach mal einen Abgang, oder? Ja, ich mach mal einen. Mein Kill. Komm, zeig dich. Oh, 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 wo ist der? Ach, da, okay. Hellstorm-Rakete in Bereich.
Ich hab keinen Schalldämpfer. Oh je. Yeah. Da darf jetzt keiner kommen, okay. Friss Scheiße! Nee, jetzt habe ich gar keinen gekriegt. Nicht mal den. Toll, eine beim Waggon, denke ich mir so. Oh, da ist ein Waggon drin. Egal, den anderen kriege ich. Dann kriege ich nicht mal den einen. Also jetzt ist es kein Spaß mehr. Es ist nicht mehr lustig. Jetzt bin ich beleidigt. Wallbang! Okay, macht keinen Sinn. Oh, der war nice, Alter. Black Ops 2 Knife System ist immer so scheiße, dass ich mich freue, wenn ich mal einen Knife. Was war denn das jetzt für ein Dreck? Klar, es hat mich so schnell killt. Ja, natürlich, Alter. Geh auf mich, Mann. Los. Triff mich auch. Los, holen wir den Sniper. Boah, der geht natürlich wie immer nicht. Boah, boah, da kommen aber ganz schön viele. Ich geh mal hier unten durch. Ich tu mal da hinten eine Schockladung platzieren. Im ersten Teil habe ich so gemacht, da schön durchgeschossen, aber da gibt's jetzt nichts. Ich will da oben drauf gehen, hier. War das gerade ein Feind? Nö. So, das wird. Jetzt ist die Stellung mal woanders. Und ich schock uns immer noch da hinten. Stellung ist nicht mal da, okay. Stellung gehört uns. Jetzt möchte ich aber, dass ich einen treffe. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund, Alter, ein Triple, oder? Nee, und Double. Den dritten, der kommt jetzt. Zeig dich. Boot, 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 boot. Das Gefühl, unter mir geht richtig was ab. Stellung abgeriegelt. Ich kann aus dem hinter mir spawnen. Drohne nähert sich. Oh, okay, das war nicht, aber oh, das war jetzt knapp. Oh, nein, bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Stellung umkämpft. Feinde haben die Stellung. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Stellung gehört uns. Zeig dich. Okay, was mache ich hier? Ich campe gerade, ich will doch gar nicht campen. Nein, Mann, es war so klar. Aber hat ich gesehen, die haben mich natürlich mit einem Hit rot angehittet, ey. Ey, das war so klar. Mich töten sie immer, aber nicht jedes Mal. Wäre es jetzt andersrum gewesen, wäre ich jetzt ein Feind gewesen und der Feind wäre ich, also wäre dann Feind gekommen und hätte mich an mein Team gemacht, habe ich gedacht, ja, der hätte uns beide 0, nichts mit abgeknallt, hier kann man nichts. Los, komm her. Ja, von hinten, ja. Scheiße, war. Los, komm her. Weiß genau, dass du da bist. Überraschung. Ich komm wieder mit der Ämter. Ah nee, als ob man da nicht wallbang kann. Komm. Schon wieder habe ich den Feind angeklungen und ist abgehauen. Das kotzt mich auch immer. Wow. Ja, wir haben den Vorteil verloren. Na und? Okay, er ist tot. Gut. Wallbang? Ja oder nein? Wallbang! Okay, gut, schade. Ah, end Wallbang, oh. Nee, Wallbang geht nicht, Alter. Nicht dein Ernst, oder? Hier habe ich immer Wallbang gemacht. Immer. Woanders habe ich ab und zu keinen gemacht. Aber hier habe ich wirklich immer Wallbang gemacht. Ich
Schnell weg hier, bitte weg, bitte weg, bitte weg. Oh, die Dia, Alter. Ja, Mann, Double. Eine Schockladung hin. Jetzt einmal AGR schaffen. Einmal, deshalb bin ich jetzt hier oben und sozusagen campe. Okay, 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 ich mache einen Abgang. Okay, ich höre auf, ich höre schon auf. Ich höre schon auf, zufrieden. Oh, nicht gut, nicht gut. Komm schon, ich bin ganz kurz zur Escort. Escort, ja, sehr schön. Oh, 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 das war aber ganz schön knapp. Friss! Mein AGR! Komm schon, die holen wir uns jetzt. Aber richtig, Luftangriff, Angriff! Hier, Escort-Drohne und ich auch noch von oben. Ah, da unten spawnen sie jetzt, oder was? Ja, das kommen jetzt alle von unten. Okay, ich mache jetzt einen Abgang. Und schnell, schnell weg hier. Gut, gut. Geh ich da hinten rum. Da oben ist doch schon einer. Ach man, AGR ist ja schon da. Hier hinten sind sie. Achtung, ne, das ist durch. Okay, Hellstorm, wo seid ihr? Hellstorm, gib ihm. Schön, Double. Ich gehe mal hier hinten rum. Schade doch nicht. Obwohl, hier ist keiner. Ach komm, warum muss das Spiel auch jetzt schon zu Ende sein? Geh gerade so schön ab. Komm, den hole ich mir noch, den hole ich mir noch. Spawnen die wieder da hinten alle. Komm schon. AGR, ja, AGR. Oh, 49,6. So stelle ich mir das vor. Nukedown, nicht Nukedown, auf Studio mit einem schönen AGR, Escort-Drohne. Escort-Drohne ist schon gut. Ab und zu kann man ja auch mal niedrige Abschlussdecke mitnehmen und auf eine hohe spielen, also jetzt keine auf keine zu hohe. Ich gehe mal ein bisschen hier Escort-Drohne, 12 Kills sind Kill mehr wie Hundo oder Hein, früher Black Ops 1. Dann mit ein bisschen hier nochmal niedriger, um das überhaupt zu schaffen. Oh, skrupellos. Schön skrupellos. Okay Leute, ich mache jetzt noch ein weiteres Gameplay auf Magma. Oder auch nicht, die gehen alle raus, denke ich auch raus. Jedenfalls verabschiede ich. Okay, ich wollte nur was gucken. Jedenfalls verabschiede ich mich hier von diesem Gameplay und wir sehen uns beim nächsten wieder. Ciao.